Hi, ich bin Master Jam und ich mache gerade auf YouTube einen lustige Witze Adventskalender. Ich habe vor einiger Zeit auch die Donuts gefragt, ob sie nicht ein Türchen in meinem Kalender sein wollen. Leider warte ich bis heute noch auf die Antwort. Ich kann es verstehen, die Jungs haben viel zu tun, die Jungs haben viele Anfragen, die können gar nicht alles lesen und alles beantworten, ist schon verständlich. Deswegen habe ich mich auch interessiert, was wollen die Fans eigentlich den Donuts gerne mal sagen? Das habe ich mal rausgefunden. Hi. Hi. Du hast ein schönes T-Shirt an. Ja. Wenn ihr könntet, was würdet ihr den Donuts gerne sagen? Ihr seid geil, spielt mal wieder in Ibbenbüren. Dass ich sie liebe. Dass sie sau cool sind. Die sollen Private Angel spielen. Ich möchte wie ganz so Neues. Definitiv frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr für nächstes Jahr. Und dass sie definitiv auf jeden Fall so weitermachen sollen. Ich habe meine Karte übrigens auch schon seit Dezember 2016, also über 2 Jahre freue ich mich jetzt schon auf diesen Abend. Und das passt aber alles nicht zum Konzert. Ich würde sagen, ich wechsle jetzt einfach mal in den Vlogger-Modus. Puh, so, das passt doch schon viel eher zu mir. Mega scheiß kalt ist. Aber eine schöne Halle. So, erste Vorband geht los. Der Abend, auf den ich seit 2 Jahren warte. I'm calling, Julian, möchtest du mal kurz zeigen? Weniger so Sprüche wie, oh, ihr seid das geilste Publikum überhaupt. Möchtest du den Donuts ein Küsschen geben? Aber ich hab bei YouTube gesehen. Und hier kommt jetzt die vielleicht beste deutsche Punkband dieser Tage. Für euch, Turbo Stahl! Seit 2 Jahren auf diesem Tag. Weiß ich, das ist für mich ist das einer der tollsten Bands. Die sind locker, die sind auch überhaupt nicht abgehoben. Das ist einfach so toll. Okay. Und die sollen so weitermachen. Und ich liebe sie doch, richtig? Ja. Geworden. Ja. Was möchtest du den Donuts gerne sagen? Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zum 18. gekommen seid. Macht weiter so, bitte weiter so viel geile Musik und bleibt so wie ihr seid. Macht weiter so, auf jeden Fall weiter so und spielt die alten Lieder. Rock on, würde ich sagen. Richtig geil, immer schön links bleiben, immer schön scheiß AfD singen, das war's. Also die haben eine gute Message, Nazis raus und das sollte so bleiben. Dann ohne mich! Mit denen man Hansaring chillen würde. Die sind richtig geile Bands und geile Typen. Ich komme auch hier aus der Ecke, hier aus Warndorf und mach weiter so.
und ganz viele geile Konzerte noch spielen sollen und vielleicht mal wieder nach Bielefeld kommen sollen. Schöne Musik, weiter so. Ihr seid die Besten, macht weiter so. Dank, dass ihr mit eurer Musik mein Leben so sehr bereichert. Ihr habt mir dieses Jahr eine unglaubliche Freude veranstaltet. Wow. Das ist das erste verdammte Mal, dass ich auf einem Konzert mein scheiß T-Shirt verloren habe. Ich habe es immer hier am Gürtel. Jetzt ist es weg. Aber zum Glück habe ich mir jetzt so eine geile Fußmatte gekauft. Die ziehe ich jetzt an. Vielen Dank. Puh, so, ich habe jetzt wieder was an und ich möchte auch noch mal ganz kurz etwas zu den Donuts sagen. Ingo, dafür, dass du dich vorhin mit deinem Knie in meinem Gesicht abgestützt hast, schuldest du mir hier sofort von einen Kommentar. Zweitens, wenn ihr nächstes Jahr zu eurem 25. Anniversary einen Blogger braucht, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Drittens, ich habe euch lieb. Dankeschön, haut rein.